In diesem Video zeige ich dir die besten Wege, wie man auf YouTube Videos machen kann, ohne sich selbst zu zeigen. Es gibt nämlich mehr als genug Möglichkeiten, wie man einen Kanal führen kann, ohne dass man unser Gesicht zeigen muss, denn das wollen viele ja nicht und kann ich auch vollkommen verstehen. Ganz am Ende gibt es noch einen Bonustipp für alle, legen wir jetzt aber erstmal los, denn ich habe heute insgesamt 8 Arten von Videos mitgebracht, die man super erstellen kann, ohne selbst vor der Kamera zu stehen. Viel Spaß! Hey, ich bin Niklas und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um YouTube. Außerdem ist eine meiner Besonderheiten, dass man mich nicht in meinem Video sieht. Das wird oft kritisiert, dennoch habe ich mir in dieser Nische einen Namen gemacht und immerhin über 7800 Abonnenten aufgebaut. Mit GLP gibt es ja auch in Deutschland einen YouTuber im Millionenbereich, der sich noch nie gezeigt hat, und auch sonst gibt es auf der ganzen Welt Kanäle, wo sich die Betreiber nicht zeigen und dennoch sind sie sehr erfolgreich. Sich nicht zu zeigen hat dennoch ein paar Nachteile, denn als Videoplattform lebt YouTube natürlich von spannenden, visuellen Inhalten. Diese kann man mit Kreativität aber auch anders beschaffen, dafür muss sich nicht immer ein Gesicht vor der Kamera befinden und die besten Wege zeige ich euch jetzt. Die erste Möglichkeit, die wir haben, um Videos zu erstellen, ohne uns zu zeigen, ist Gaming. Gaming-Content ist wohl generell der beliebteste Content auf ganz YouTube und Gaming ist ja auch eine Nische, die von sehr vielen jungen YouTubern als Einstieg in die Plattform genutzt wird. Das liegt vor allem eben daran, dass Gaming-Videos so leicht zu erstellen sind, was die visuelle Ebene angeht. Spielst du ein Spiel, dann hast du etwas, was dominant im Bild ist und du musst dich nicht selbst zeigen. Die erfolgreichsten Gamer arbeiten zwar in den allermeisten Fällen mit Facecams, da diese den Content oft noch aufbessern, sie sind aber definitiv kein Muss. Aktuell schaue ich zum Beispiel jeden Tag die Formel 1 Karriere von Arava und obwohl er sich schon oft genug gezeigt hat, verzichtet er in den Videos gänzlich auf sein Gesicht. Dennoch machen die Folgen jedes Mal über 100.000 Klicks, was für Formel 1 Content schon extrem gut ist. Die zweite Möglichkeit ist da auch sehr nah dran, und zwar Tutorials. Vor allem wenn wir über Software-Tutorials sprechen, gilt ja so ziemlich das gleiche Prinzip. Wenn wir den Bildschirm abfilmen, dann gibt es keinen Grund, warum man sich selbst zeigen müsste. Zwar gilt auch hier, dass eine Facecam das Video durchaus aufwerten kann, es ist hier aber definitiv kein Muss. Gerade wenn man Probleme löst, kann es manchmal sogar besser sein, auf solche Spielereien zu verzichten. Der dritte Weg, Videos zu erstellen, ohne sich zu zeigen, sind POV-Videos. Nicht nur Gamer und PC-Nutzer können Videos machen, ohne sich zu zeigen, auch im echten Leben gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Content zu erstellen, ohne dass man unser Gesicht sehen muss. Generell muss man sagen, dass es meistens schon von Vorteil ist, wenn man sich zeigt, da die Zuschauer sich so deutlich besser mit uns als Person identifizieren können, gerade im Real Life. Ein Gesicht vor den Augen zu haben, macht unseren Content menschlicher und ist daher immer ein Vorteil. Ein guter Kompromiss kann es eben aber auch sein, wenn man euren Körper, nicht aber das Gesicht sieht. Ein paar YouTuber lösen sowas mit Masken, ist, finde ich, auch keine schlechte Idee, man kann aber auch einfach den Spieß umdrehen und sich selbst aus seiner eigenen Perspektive filmen. Das ist ja streng genommen auch das, was man bei Bildschirmaufnahmen am PC ja auch macht, nur jetzt halt im echten Leben. Gerade bei Sportlern ist das natürlich sehr beliebt, gibt da ja gerade mit GoPros im Bereich Parkour sehr viele Videos dieser Art, aber auch Rennfahrer nutzen das oft oder Mountainbiker, die haben ja auch oft solche Videos und da habe ich auch ein paar in meiner Community, die das sehr erfolgreich umsetzen. Der vierte Weg sind Unboxing-Videos. Die sind sehr ähnlich zu POV-Videos, werden manchmal ja sogar als solche erstellt. Ich denke, jeder von euch hat irgendwann schon mal Reviews gesehen, wo jemand etwas auspackt und man währenddessen nur seine Hände sieht. Unboxing-Videos sind sowieso sehr interessant, weil man da ganz gut mit Affiliate-Marketing Geld verdienen kann, also gerade die von euch, die nach einer profitablen Idee suchen, kann das hier sehr interessant sein. Aber auch so sind diese Videos ein guter Kompromiss, denn dadurch, dass die Produkte ja eh im Vordergrund stehen, vermisst es kaum jemand, dass ihr nicht mit eurem Gesicht zu sehen seid. Der fünfte Weg sind Do-It-Yourself-Videos. Wenn ihr gerne bastelt oder Sachen mit euren Händen macht, dann sind diese Videos genau das Richtige für euch. Ähnlich wie beim Unboxing könnt ihr hier einfach eure Hände filmen oder wenn ihr an etwas Größerem arbeitet, dann könnt ihr die Kamera immerhin so platzieren, dass man euer Gesicht nicht sieht.
DIY, so wird es ja abgekürzt, ist auch eine riesige Nische auf YouTube und auch hier kann man, ohne sich zu zeigen, sehr viel erreichen. Der sechste Weg, Videos zu erstellen, ohne sich zu zeigen, sind Präsentationen. Ich denke, nahezu jeder von euch weiß, wie man PowerPoint benutzt, aber auch mit vielen anderen Programmen kann man Videos erstellen, die einer Präsentation sehr ähnlich sind. Das ist eine an sich recht primitive Technik, die man aber natürlich auch noch ausschmücken kann und auch das kann dann hervorragend funktionieren. Basti Zockt hat zum Beispiel mal ein lustiges Video gemacht, warum er nicht Basti GHG ist und das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man sowas umsetzen kann. Und übrigens, wenn euch das Video bis hierhin gefällt, dann zeigt es mir gerne mal mit einem Like. Kommen wir zu Möglichkeit Nummer 7, das sind Stockfotos und Videos. Ihr seht es ja bei mir, Stockfotos und Videos sind eine super Möglichkeit, eure Videos zu gestalten, wenn sie eigentlich nur aus Audio-Content bestehen. Viele von euch sagen ja, dass sie meinen Content eher podcasten, also für alle, bei denen eher das Gesagte im Vordergrund steht, kann das hier eine sehr gute Möglichkeit sein. Ob man Videos oder Fotos nutzt, das ist jedem selbst überlassen, im Idealfall empfehle ich hier sogar eine Mischung. Wo man kostenlose Bilder herbekommt, habe ich in diesem Video hier schon mal gezeigt. Zwar muss ich hier auch sagen, dass meiner Meinung nach das hier nicht der beste Weg ist, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ursprünglich sind Stockvideos und Stockfotos ja am besten geeignet, wenn ihr diese unterstützend einsetzt, um euch vor der Kamera nicht zu eintönig erscheinen zu lassen. Stock-Content nutzt man also klassisch eher zusätzlich zu unserem Gesicht. Ich möchte daher aber auch die Gelegenheit hier nutzen, um eine kleine Bombe platzen zu lassen. Und zwar arbeite ich jetzt schon länger daran, auch in Zukunft vor die Kamera zu gehen und dann werde ich das auch genauso umsetzen können. Der aktuelle Videostil erfüllt zwar komplett seinen Zweck, doch ich fühle mich in meiner Kreativität schon manchmal ein wenig eingeschränkt und habe manchmal auch das Gefühl, dass mich dieser Content im Wachstum zurückhält. Für den Einstieg jedoch war es damals genau die richtige Entscheidung, kann ich daher auf jeden Fall weiterempfehlen. Weiter geht's mit der achten Möglichkeit, Videos zu machen, ohne sich zu zeigen, und das sind Animationen. Für mich definitiv der Favorit, denn viele große Kanäle, die sich nicht zeigen, erstellen genau solche Inhalte. Gute Animationen mit spannenden Grafiken können gerne auch mal ansprechender sein als jedes Gesicht. Ultralativ ist da zum Beispiel ein hervorragender Kanal. Im Internet gibt es mittlerweile auch viele Softwares, die uns hier ein wenig die Arbeit abnehmen. Dennoch ist Animieren natürlich durchaus schwer, je nach Nische aber definitiv die beste Option. Und in dem Bereich Animation stößt jetzt auch eine ganz neue Art von Kanälen, und zwar die VTuber. Auch German Let's Play ist ein VTuber, also er hat sich einen virtuellen Charakter erstellt, der ihm in Echtzeit nachempfunden wird und daher eine sehr menschliche Animation darstellt. Für die Zukunft wird auch das ein sehr spannender, neuer Weg werden, Videos zu machen, ohne sich zu zeigen. Egal für welchen Weg ihr euch am Ende entscheidet, vergesst diesen Tipp nicht. Vermarktet euch als Person. Wenn ihr euch nicht zeigt, müsst ihr bedenken, dass ihr für die Zuschauer ein Stück weit austauschbarer seid. Um also wirklich einen Impact zu haben und bei eurem Zuschauer zu einem Lieblings-YouTuber zu werden, ist es definitiv empfehlenswert, dass ihr euch als Mensch vermarktet. Nutzt dafür Humor, sagt öfter mal eure Meinung, erfindet Insider und bleibt definitiv euch selbst treu. Aber wie ist es bei euch? Zeigt ihr euch noch in Videos? Wenn nicht, welche Art von Videos macht ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Im Video hier links gibt es von mir noch 5 Tipps, wie man generell die eigenen Videos verbessern kann. Schaut euch das als nächstes an und dann würde ich sagen, haut rein Leute und ciao!